Wendela. Ja. Ja. Das wird eine einfache Nummer. Das sehe ich jetzt schon. Das ist Gold, ja, also Goldmünzen. Das ist meistens 900er. Da gibt es natürlich ein paar Unterschiede. Dann kommt das Kettchen dabei. Da müssen wir gucken, was ist das Kettchen für ein Gold. Zusammen auf die Waage auseinanderrechnen. Zack, Gold ist gestiegen. Bupp, da gibt ordentlich Kohle. Ich glaube, du machst es schon zu lange hier. Ja. Das hört sich gut an. Aber es könnte natürlich sein, dass eine für Numismatiker hochinteressante Münze dazwischen ist. Alles Mögliche kann passieren. Und schon bin ich wieder außen. Ja. Bitte schön, die Herrschaften. Das macht mir große Freude, ein glückliches Ehepaar zu sehen und zu begrüßen. Darf ich vorstellen, Frau Wendela Horz. Hallo. Wie darf ich euch beide bekannt machen? Ich bin die Annegrete. Und ich bin der Karl. Karl und Annegrete. Wie lange seid ihr schon zusammen? Über 50. Über 50 Jahre. Wir hatten das goldene Jubiläum letzten Jahr. Verheiratet schon? Ja. Über 50 Jahre verheiratet. Wir haben durchgehalten, ja. Sag mal, ihr habt hier ein schönes Armband mitgebracht mit ordentlich Münzen dran. Pure Jolt, hoffe ich mal schwer. Mhm. Das ist schon lange in der Familie? Das habe ich vor vielen Jahren von einem Onkel aus der Schweiz, von ihm, ein Onkel, geschenkt bekommen. Und der Anlass war, damals hat ein deutscher Fernsehsender über mich einen Bericht gebracht im Fernsehen als Krippenbauerin. Ich habe Krippen gebaut, viele Jahre. Und dieser Film wurde auch in der Schweiz ausgestrahlt. Und da war der Onkel dermaßen erfreut, dass er mir den gesamten Schmuck seiner verstorbenen Frau geschenkt hat. Und ein Teil davon ist das. Das ist aber toll, Sache. Das ist toll. Brauchst du jetzt keine Krippen mehr? Nee, im Moment nicht mehr. Also ein bisschen hobbymäßig für die Familie, aber sonst nicht mehr. Hast du damals richtig gewerbsmäßig Krippen gebaut? Ja. Wir waren auch lange auf dem Trierer Weihnachtsmarkt. Was ist denn die größte gewesen, die du gemacht hast? Dörfer. Ich habe ganze Dörfer gebaut. Ach, hör auf. Ja, über 20 Quadratmeter. Auf der Landesgartenschau 2004 hat man ein großes Dorf ausgestellt. Ja. Das war alles, toll. Das war alles so im Stil der muselfränkischen Bauernhöfe. Ach, schön. In dem Stil haben wir die Krippen gebaut. Mhm. Viel Arbeit. Vielleicht kriegen wir mal eine. Ja, vielleicht kriegen wir hier mal eine Krippe hin. Muss ja keine große sein, so 30, 40 Quadratmeter oder was. Ne? Ja. Zum Durchlauf. Gut, ihr Lieben, genug Blödsinn gequatscht. Jetzt hören wir mal ein bisschen was über Jolt. Ich habe gehört, das Armband kommt aus der Schweiz, das passt sehr gut. Wir haben nämlich hier ein Panzerband aus 750er Gold. Es gibt auch eine Herstellerpunze. Ich zeige mal gerade die Feingehaltspunze hier. Drunter ist eine Herstellerpunze. Ich kenne den Hersteller so nicht, aber der könnte gut aus der Schweiz kommen. Das ist nämlich die, sind die Umrisse einer Uhr. Könnte gut passen. Und auch die Münzfassungen hier, dieser vier Münzen, die sind auch in 750er Gold. Das ist natürlich, passt sehr gut in die Schweiz. Es ist eine sehr schöne Qualität, aber ja, natürlich getragen. Man kann schon ein bisschen sehen, die Glieder rechts und links vom Verschluss und auch die Glieder, an denen die Münzen hängen. Da hängt natürlich viel Gewicht dran und damit reibt sich das Ganze dann ein bisschen aus. Also das muss man hier schon sehen. Es ist noch gut tragefähig, aber nicht mehr ganz neu. Dann haben wir vier Münzen, die vier Nationen hier ein bisschen vereinen an dem Armband. Und zwar geht es hier los mit einem Sovereign. Also da ist auf der anderen Seite, ich drehe es mal um, die Queen Elizabeth II. Abgebildet. Dann haben wir hier einmal ein Frenelli, also logischerweise eine Schweizer Münze, muss auch sein, 20 Schweizer Franken. Dann haben wir hier 20 Mark mit dem Reichsadler auf der anderen Seite. Und hier vorne aus den USA ein Half Eagle, also ein 5-Dollar-Stück. Und die Münzen sind aus 900er Gold. Bis auf den Sovereign hier, der ist aus 916er, also aus 22-karätigem Gold. Mhm. Und was ich ganz interessant finde hier, zum Beispiel bei dem Half Eagle, der wurde ja wirklich als Zahlungsmittel hergestellt. Also damit konnte man wirklich auch bezahlen. Und diese Münze hier, die wurde im Jahr 1913 geprägt. Und jetzt möchte man sich ja vorstellen, wie wurde denn so eine Münze auch wirklich benutzt? Und im Januar 1914 gab es eine Pressekonferenz und da hat Ford, der Autohersteller, also kundgetan, dass der Tageslohn eines Fließbandarbeiters von 2,25 Dollar ungefähr war er damals auf 5 Dollar erhöht wird. Und das entspricht genau dem damaligen Wert dieser Münze und übrigens auch dem damaligen Goldwert. Und würde heute immer noch ein Arbeiter ohne Lohnerhöhung jeden Tag so eine Münze bekommen, dann hätte er über 10.000 Euro im Monat Verdienst. Wow.
Das hört sich gut an, ne? Bis hierhin hört sich das alles hervorragend an. Ja, bis jetzt, ja. Ja, ich meine, gut, in der Schweiz ist ja Gold, das ist ja normal, da spielen ja die Kinder schon mit auf der Straße, ne? Das ist ja, die haben ja Gold ohne Ende. Liebe Wendela, jetzt habe ich 1913 gehört für die Münze. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wann ist das denn so komponiert worden zusammen? Ja, also die Gestaltung ist natürlich sehr beliebt gewesen schon in den 60er Jahren. Da waren die Bänder aber etwas breiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier eher die späten 70er um 1980 in Frage kommen. Ja, was möchtet ihr denn haben für dieses Armband? Also wir hatten gedacht zwischen 2 und 2500 Euro. Ist auch gar nicht so wenig, ne? Ja. Also ich dachte mal so ungefähr den aktuellen Goldwert. Dann frage ich den als erstes mal nach, ne? Ja. Wie schätzt Wendela das Armband ein? Man muss natürlich das Gewicht der Münzen erstmal abziehen und so weiter. Also insgesamt kommt man auf einen reinen Materialankaufswert heute von ca. 2250 Euro. Da liegen wir schon gar nicht schief, ne? Ja, und ein großer numismatischer Wert ist hier leider nicht vorhanden. Aber dennoch kommt da schon noch ein bisschen was drauf. Mein Schätzpreis liegt bei 2600 bis 2800 Euro. Ja. Sehr schön. Schön, ne? Das hört sich doch ganz gut an. Kann man sich nicht drüber beschweren. Nee, finde ich auch. Ja, was macht ihr denn mit dem Geld, wenn es so viel gibt? Wir werden Reisen davon machen, innerhalb Deutschlands inzwischen. Und sonst das Leben ein bisschen schön machen. Sehr vernünftig. Dann kriegt ihr auch das Gärtchen. Dankeschön. Bitteschön. Da geht's rüber, ihr zwei. Danke. Tschüss zusammen. Danke. Wiedersehen. Jetzt, wo die Wendela gesagt hat, das Armband ist 2600 bis 2800 Euro wert, möchte ich das meine Schmerzgrenze etwas nach oben verschieben. Die Schätzung gibt Anne-Grete und Karl Rückenwind. Aber greifen die Händler für das Armband tatsächlich so tief in die Tasche? Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ein Erbstück? Ich habe das geschenkt bekommen von einem Onkel meines Mannes aus der Schweiz. Der hat mir das mal vor vielen Jahren geschenkt. Ja, das Band ist sehr hochwertig. Also es ist 18 Karat Gold an sich und die Münzen über 90% Gold. Das heißt, wir haben schon vom Goldwert einen sehr hohen Betrag hier. Es ist eine schöne Anlage, sage ich immer. Man kann es tragen, aber auch in den Tresor legen und wird hoffentlich nicht weniger wert. Sie haben sich auf jeden Fall einen guten Zeitpunkt zum Verkauf ausgesucht. Ja, so sehen wir das auch. 1.850 biete ich Ihnen. 1.900. Frag mal nach dem Goldwert. Der lag bei 2.250. Ja, 2.400 Euro. Also die Expertise lag bei 2.600 bis 2.800. Ja. Dann liege ich ja ganz gut, würde ich meinen, oder? Das ist halt in erster Linie, wie die Susi auch gesagt hat, ein Anlageobjekt. Und da geht es nicht so um die Handwerkskunst dahinter. Können wir noch ein bisschen höher gehen? In Anbetracht dadurch, dass der Kurs momentan so weit oben steht. Ich würde gerne bei 2,4 stehen bleiben, ehrlich gesagt. Aha. Ja, bei den Münzen gilt es zu sagen, die Münzen sind sehr abgegriffen. Das heißt, die waren wohl scheinbar mal in Umlauf. Dann sind sie gefasst, also sie können sie als Münzen an den Sammler nicht mehr verkaufen. Ja. Also sie haben hier einen Goldwert, natürlich sicherlich etwas mehr. Aber viel mehr ist bei den Münzen nicht zu erzielen, jedenfalls nicht bei einem Münzsammler. Können wir es bei 2,5 treffen? Ich bin nicht mehr dabei, aber der Julian hat einen tollen Preis geboten. Das muss ich wirklich sagen. Verkaufen Sie es mir für 2,4. 200 Euro über Goldwert. Wollen wir es machen? Machen wir das. Ja, wunderbar. Dann komme ich zu Ihnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, jetzt aber 23 und 2.400 Euro. Okay, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss und schönen Tag. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Das ist echt was auch junge Frauen tragen können. Ich habe das immer gern. Ja, ist auf jeden Fall Anlage. Und eine schöne Anlage. Ja, auf jeden Fall. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr es kommentiert. Hier in der Galerie findet ihr alle weiteren Videos. Und wenn ihr uns hier unten abonniert, verpasst ihr keinen Beitrag mehr rund um Bares für Rares. Bis bald.